Jo Leute, es geht weiter mit Jumpen und da hinten Portals, gell? Ja, wir waren stehen geblieben. Genau, und... wieder bei der totalen Verpeilung von Helios. Bei mir ist natürlich Mr. Cody. Ja. Und ich bin Helios. Richtig. So, und ich möchte den Knopf da vorne drücken, ne? Jo. Habe ich da was zum Drücken? Hier irgendein... Ja. Ah, guck mal, hier kann ich auf den Knopf drücken. Genau. Aber das wird wohl schief gehen. Und deswegen gehe ich jetzt schon mal hin und sage, tja, dieses tolle Portal da hinten, das blaue, das stelle ich so hin, dass ich das eventuell hier auffangen kann. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, war auch einfach. War einfach. Das Ding bleibt jetzt da hinten kleben, ne? Jo. Und jetzt? Ja. Jetzt bleibt es kleben. Aber ich kann es ja abholen, oder? Ich kann es abholen, wenn ich... schaffe ich das? Ja, das wird brenzlig. Ich glaube, das Ding fällt runter, bevor ich es abhole. Aber ich versuch's mal. Und setz mal da hinten ein blaues Portal. Ja, doch, es funktioniert. Es wird ziemlich schnell aktiviert. Ich habe gedacht, es braucht eine Zeit lang, bis es. Nee, die Portale werden instant aktiviert. Also mit Lichtgeschwindigkeit. Also nicht instant für die Physiker und uns. Hier, das kleine komische Teilchen hier. Hat er die Dinger so programmiert, beziehungsweise gebastelt? Ja, das sind seine Testobjekte gewesen. Er hatte nichts mehr zum Testen. Okay. Okay, und jetzt will ich das komische Testobjekt natürlich auf die andere Seite befördern. Ja. Tja, das funktioniert nicht, wenn es nur in diese Richtung sich bewegt. Ja. Aber ich kann es auch dagegen schießen. Dann kann ich aber kein Portal dahin machen. Ja. Okay, was kann ich machen? Ziemlich viel. Also ziemlich das viel. Ist wieder so eine Testkammer, die man auf drei verschiedene Methoden lösen kann. Okay. Ja. Wenn ich das Teil jetzt da reinschmeiße, fliegt es da drauf, bewegt sich in diese Richtung. Und dann... Tja, was dann? Rede weniger, mach mehr. Ich hab Angst, es da reinzuschmeißen, dann ist nämlich da vorne. Oh. Dann ist da vorne. Okay. Helios ist auch so ein Typ. Der steht echt immer 5 Minuten rum, überlegt hin und her und hin und her und hin und her. Ja, und jetzt? Ja, warum bist du nicht mitgesprungen? Ist ja auch nicht so, dass du da auch wieder raus musst auf der anderen Seite. Ja! Yippie! Juhu! Juhu! Guck mal, mein Freund. Meine zwei Freunde. Die habe ich jetzt geschnappt. Und ja, klar. Hier oben. Hey, nicht weglaufen! Das ist mir schon mal passiert. Ich stell den Würfel ab und der läuft in den Abgrund rein. Das ist unglaublich hier. Aber absichtlich, guck mal, der rennt. Man muss sich beeilen hier. Bleib mal hier stehen hier, das geht mal nicht. Ich hab Angst, dass er wegrennt. So schnell läuft er jetzt auch nicht. Ja, bei mir schon. Ich meine, du weißt ja, wie schnell ich hier... Guck mal, das ist eine Markierung. Die Kacheln sind so markiert. Nein. Guck dir die Markierung an auf den Kacheln. Diese Markierung? Wow. Siehst du nicht diese Markierung auf den Kacheln? Ja, die ist relativ... Ah, okay. Ja, eine Markierung ist, das sind einfach kleine Kacheln. Ja, aber nirgendwo anders sind kleine Kacheln, um es zu markieren. Die Portalflächen, wo man sie machen muss, sind sehr relativ gut markiert. Okay. Ja, gleich kommt Helios auf seinen Denkfehler zurück. Ja, ich muss nämlich das Teil nach oben fördern. Geht aber schlecht. Doch, das geht relativ gut. Die Kacheln sind auch mal wieder markiert. Okay. Das Teil ist nicht sehr intelligent. Es macht genau dasselbe. Wie ein Ball. Tja. Wie ist denn mit der anderen Richtung? Ja, das hat aber auch gedacht. Ja, gleich wird's lustig. Was passiert denn gleich? Und offen. So ein Mist! Aber ich glaube, so schwierig ist das nicht. Nein! Nein! Oh, herrlich. Nee, oder? Unglaublich. Er schickt immer die Steine alleine los, anstatt einfach mitzugehen. Ja. Weil ich immer denke, nee, da passt nur einer hin. Da darf nur einer mit. Ja, nee. Okay. Was war daran jetzt das Problem? Nun geht's los. Wie?
enttäuscht. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Er ist kaputt gegangen, gell? Oder hat, nein, was? Ich hab ihn gar nicht kaputt gemacht. Ich hätte ihn einfach kaputt machen können, mitnehmen können. Was denn? Den Würfel? Den Würfel. Nein, dann wäre die Tür nicht offen gewesen. Wenn ich mich in die Tür gestellt hätte? Ich hab ihn nie gemacht. Die Zuschauer haben auch so ein quälendes Gefühl, also jedenfalls die Zuschauer, falls es Zuschauer gibt, die Portal 2 noch schon gespielt haben und das nochmal hier gucken. Höflichkeit hilft bei dir dieses auch Gefühl, weiter. Mit einer Keule auf Helios loszugehen. Ihre Weise, Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen, Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Das ist ein Laser. Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Sag doch mal zu, was die da sagen. Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er dich fand. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Aha. Fehler Nummer 1 bei Helios, er ist zu dämlich, um den 360 Grad Rundumblick zu machen, um sich die ganze Kammer mit jeder Ecke mal anzugucken. Guck mal. Ein Tipp mit dem Laser. Hahaha, okay, den muss ich einfach nur... Ich muss einfach auf ihn zurennen und nehmen. Nein, ich bin gestorben! Sein Plan hat echt gut geklappt! Oh, ich liebe es, ey, das gibt's doch nicht! Oh nein! Ja, du hast ein Laser mit 2 MG-Gewehr und was machen wir? Wir rennen auf ihn los! Sehr pragmatischer Ansatz, Helios. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Ja, jetzt müssen wir uns das Ganze nicht normal anhören. Nicht weiter. Aber der Laser zeigt dir schon... Ja, ich verstehe schon, was sie jetzt machen. Ihr guckt doch an, was passiert. Fetti ohne Eltern. Was? Was schlimm daran ist, adoptiert so, zu sein? Mist. Jetzt ist er weg. Ja, natürlich, brauchst du auch nicht mehr. So, was? Ich würde noch einen Knopf legen. Das geht nicht, der ist nicht schwer genug, außerdem um auf den Knopf auszugehen. Nicht schwer genug? Ja. Nichts. Okay. Würfel sind dafür gedacht. Was ist denn da oben? Ja, da kann ich nicht setzen. Ich bin kein Schwachkopf! Er ist kein Schwachkopf. Der Würfel soll auf. Zu mir. Richtig. Zu mir. Ja. Wie kommt er zu mir, der tolle Würfel? Mhm. Das ist nämlich eigentlich der eigentliche Test. Der Rest, den du da gerade eben überall nachgedacht hast, das war ziemlich dämlich. Okay, dann lass mich mal überlegen hier, wie kommt der Würfel hier hin? Ganz einfach, oder? Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Also für mich ist es immer also einfach. Ich stell mich mal da drauf und guck, was überhaupt passiert. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Schnapp mir. Da ist er. Okay, das darf natürlich hier nicht passieren. Ah, du rennst mir hier aber nicht weg, gell? Nein! 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 Das gibt es doch nicht! Oh Mann! Das gibt es nicht! Unglaublich! Oh, das ist so... Du bist so unfähig! Das ist unglaublich. Auf alle Methoden, wie man das versauen kann. Ah, ja. Das Ziel dieses Spiels ist es, eine möglichst schnelle und einfache Lösung zu finden. Komm her, bleib hier. Aber nicht das Ziel des Spiels, es ist auf möglichst vielen Arten den Test zu versagen. So. Guck mal, wie der Tipp total aggressiv ist und nicht liegen bleiben will. Du musst E drücken. Drück E. Bleibt er dann auch da? Ja, natürlich, wenn du läuft auf die richtige Seite... Da kann er nicht laufen. Das ist wie ein Käfer, so, der auf dem Rücken liegt, Junge. Ach so. Ich hab gedacht, der geht das dann nach vorne. Das ist wie ein Käfer. Wenn du den auf den Rücken legst, dann läuft er nicht. Okay. Ich hab nur gedacht, du kapierst es irgendwann selber. Nee, eigentlich könnte er weiterlaufen, wenn er wollte. Wie? Wie denn? Indem man sich nach vorne beugt. Ein Käfer, genau. Kennst du nicht das Käferproblem? Das Käferproblem? Ja, die können sich, wenn sie auch... Er ist aber kein Käfer, der kann seine Beine nach vorne machen. Ich kenne das Spiel, wenn er so da liegt, dann bleibt er ewig da liegen. Du kannst jetzt weggehen, 3 Stunden dir ein Brötchen machen, zurückkommen und er liegt immer noch genau so da. Tatsächlich, wirklich sicher? Ja, das war jetzt wieder klar. Guck mal, jetzt fliege ich wieder in die falsche Richtung. Ja, du bist zu gut. Vielen Dank. Jetzt bin ich tot, gell? Hm.
Das war's jetzt. Jetzt werde ich kaputt gemacht hier. Ja, aber du hast es mal wieder nicht gerafft. Helios! Nein, ich bin nicht tot. Okay, ich will nach oben. Ja. Aber das Teil ist umgekehrt. Ja. Das will ich nicht. Deswegen hole ich mir meinen Käfer. Wo ist mein Käfer? Komm Käfer, weg mit dir. Ich will nach oben. So, war eigentlich einfach. Ups. Machen wir wieder hier. Na, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Ja. Die Tests sind wirklich einfach. Jo. Nicht für Helios. Der braucht nämlich da immer ewig. Also so vergleichsweise mit anderen Leuten. Also eigentlich vergleichsweise mit allen anderen Leuten. Jo. Helios macht das gerne. Helios macht den West. Oh. Guck mal. Klassische Musik. Jetzt macht Beatty einen auf gebildet. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Okay, wenn ich jumpe. Gut, weiter im Test. Ich jump einfach mal. Okay, dann lande ich da hinten. Dafür sind die blauen Punkte da. Ja, den habe ich aber nicht gesehen. Ich wusste nicht, wo ich lande. So, wenn ich da springe, lande ich auf dem anderen blauen tollen Punkt. Ja. So. Den hattest du aber gesehen. Den habe ich aber gesehen. Und ich will wohin? Zum Ausgang. Wo ist der Ausgang? Da hinten ist ein Knopf. Und der Ausgang. So, den Knopf kann ich wahrscheinlich betätigen. Um ja. Hier mir da vorne so eine tolle Kiste zu holen. Ja. Ja. Ich kann natürlich hier hingehen. Mhm. Also wenn ich den da hier mache. Aha. Was ist, wenn ich den da hier mache? Kann ich nichts aufschießen. Ah, falle ich da nach oben. Sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Wenn ich aber den da hier mache, bleibe ich ja da stehen, ne? Landest du nicht mehr auf dem blauen Punkt. So, wenn ich da stehen bleibe, dann kann ich den Knopf vielleicht irgendwie betätigen. Ja? Ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel hier hin mache, dann kommt hier so ein blaues Teil und ich bin dann hier und kann dann hoch und den Knopf betätigen. Ich versuch's einfach mal und fall nach unten. Jawohl. Du teleportierst dich nicht mit dem blauen Strahl mit. Durch die Portale teleportierst du dich. Ich glaube, ich bin gefangen. Nein. Nicht ganz. Du kannst dich wieder genau auf die gleiche Position versetzen wie sonst auch. Die Tests sind so, dass man eigentlich nie gefangen werden kann. Das ist eigentlich relativ cool gemacht. Doch, guck mal, ich werde gefangen. Du bist immer noch nicht gefangen. Du bist aber gleich tot. Warum bin ich gleich tot? Ja, wenn du ein falsches Portal jetzt setzt, dann fällst du in den Abgrund. Aha, guck mal, was ich bei Dina hier mache. Yay! Yay! Jaha! Ja, wir wollen immer noch zum Ausgang. Yippie! Ja, irgendwie... Hat's läuft was schief. Läuft irgendwas schief. Ja, in deinem Gedankengang läuft was komplett schief. So ganz komplett. Och bitte! Nein, es funktioniert nicht. Du machst so, als ob es dein erster Test wäre. Ja, tut mir leid, ich komme nicht voran. Oh. Lass hierhin regnen, bitte. Kombinier mal. Oh. Lass Frösche regnen. Wenn die da drauf brutzeln die Frösche, dann geht das Ding an. Und so jemand versteht Mathe. Nee, so jemand versteht Mathe. Ja, es ist doch reines Mathematikproblem hier. Es ist doch. Wie beweisen? Man nehme alle unsere Voraussetzungen, packe sie in den Topf und.
Schlussfolge daraus, was du machen musst. Guck mal, hier kann ich auch Portale setzen. Bringt dir aber nichts. Natürlich. Du warst schon an der richtigen Position und hast dir gedacht, so, ich mache ein Portal an die Seite. Und jetzt ist der Timer wieder rum und wir sind immer noch nicht durch die Testkammer durch. Nee, ich mach mal fertig. Die Testkammer machen wir fertig. Ah, okay, die Testkammer machen wir fertig. Ich schalte mal hier so den Timer so auf Schlummern. Dann geben wir die extra 10 Minuten und den Zuschauern. Ja, aber wenn ich hier jetzt ein Portal setze, dann bringt es ja nichts. Wo, wenn du wo ein Portal setzt? Hier drauf. Warum bringt es nichts? Ich ein Portal setze, falle ich runter. Ja, natürlich, wenn du das falsche Portal da drauf setzt. Ach so, okay. Ich kann immer noch jumpen. Nein, das geht ja nicht mehr! Ich kann immer nur ein Element verwenden! Ich dachte, es geht aus. Die Physik gilt nicht mehr. Aha. Ja, da darfst du natürlich das tolle Spielchen nochmal machen. Sie bewegt sich nach oben. Oh, was war das denn? Das war gar nichts! Nichts! Der von ihm besetzte Körper. Ich hab die Tür zerstört. Nee, du hast ihn so draufgelegt, dass er immer weglaufen will. Also, das war's ja, dann, ne? Dann haben wir jetzt den Test geschafft. Order 2. Endlich. Und mit etwas Hilfe. Und etwas Hilfe. Und Helios. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt. Portal 2. Zwei. Oder Weekly Laboratories, wie auch immer. Ciao. Genau. Ciao.